Sportler. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach der Regionalliga-Partie des FSV Wacker 90 Nordhausen gegen den BFC Dynamo. Endstand 1:1. Ich begrüße die beiden Trainer, zu meiner Linken Herrn René Rietlewitz, zu meiner Rechten Volker Nolutsch. Und wie immer bitte ich zuerst den Gästetrainer um seine Spielentschätzung. Ja, guten Abend erstmal. Ich denke, das war für die Zuschauer ein unterhaltsames Spiel gewesen, mit Chancen auf beiden Seiten. Wir müssen, wo der Vincent dann nach kurzer Spielzeit haben wir eine große Chance, wo er abschaltet, da können wir 1-0 in Führung gehen. Ansonsten denke ich, war es ein ausgeglichenes Spiel. Ich freue mich. Ich habe vorhin mal auf das Programmheft geguckt. Da waren irgendwie 21 Spieler bei uns gewesen. Davon stehen 10 nicht zur Verfügung. Ist mir da aufgefallen. Also gerade deshalb muss ich sagen, haben wir hier bei einer sehr, sehr guten Mannschaft einen Punkt geholt. Und die zwei 18-Jährigen da im Mittelfeld bei uns, die haben das auch sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen bin ich froh über den Punkt und denke, es war ein ordentliches Spiel. Ja. Danke, René Rietlewitz. Volker, deine Spielentschätzung. Dass es insgesamt in der Woche natürlich für uns auch schwierig sein wird, war klar mit BRK, Dynamo und Hertha, die auch läuferisch sehr, sehr stark sind. Wird es natürlich mit der sechsten englischen Woche, die das Team jetzt hinter sich bringt, schon extrem kompliziert. Man hat das auch in der zweiten Halbzeit eigentlich gesehen, wo von Minute zu Minute die Kraft weniger wurde, die Laufwege extrem waren und leider wir es nicht geschafft haben. In der zweiten Halbzeit war es, glaube ich, 65. Minute, war ein idealer Zeitpunkt für das 2-0. Hat Pisolat leider einen Tick daneben geschossen. Das wäre so die Situation gewesen, wo du mit dem 2-0 natürlich da den Deckel drauf machst. 1-0 immer ganz, ganz kompliziert, dass der Gegner dann alles nach vorne wirft, dass die nicht jetzt sich in den Bus setzen möchten und mit leeren Händen nach Hause fahren möchten, ist, denke ich mal, auch klar. Daran müssen wir arbeiten. Die Jungs sind am Limit. Ja, das ist so. Wir müssen gucken, dass wir das Limit von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit halt steigern. Irgendwo in der Rückrunde muss es auch hier und da vielleicht geschludert worden sein. Wir müssen körperlich einfach präsenter werden. Das ist A und O in der Regionalliga. Du musst läuferisch über 90 Minuten dagegen halten, gerade bei so einer jungen Mannschaft. Das hat man gesehen. Der BFC konnte mehr zulegen. Das ist im Moment das, was wir mitnehmen müssen. Und jetzt wird es so sein, dass wir natürlich schnell regenerieren müssen. Sonntag kommt eine läuferisch, vielleicht die läuferisch stärkste Mannschaft in dieser Liga nach Nordhausen und da geht es wieder los. Ich hätte gern, oder das Team auch, den Fans und das Umfeld natürlich einen Sieg geschenkt, aber so ein Fehler kurz vor Schluss darf nicht passieren. Wir sind in eigenem Ballbesitz, können eigentlich alles machen, Spiel aufbauen, Ballverlust und dann nutzt der Gegner das natürlich aus. Aber ich denke auch, wie mein Kollege sagt, das Unentschieden geht in Ordnung. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und uns auf die nächsten Aufgaben vorbereiten. Und dass der Anfang schwer sein würde, denke ich mal, ist jedem klar gewesen und mir auch. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Es ist immer das erste Heimspiel, was ganz, ganz Besonderes. Dass einige jetzt natürlich nicht gerade das Sonnenscheinlachen im Gesicht haben, ist mir auch klar. Aber es werden wieder auch bessere Zeiten kommen. Vielen, vielen Dank. Danke, Volker. Gibt es Nachfragen von Seiten der Presse? Herr Ulitsch, war es nur eine Frage der Kraft oder war es auch eine Frage der Einstellung, plötzlich diesen Druck nicht mehr ausüben zu müssen? Oder hat die Mannschaft es wirklich nicht mehr drauf gehabt? Es ist ja immer so, der Kopf und der Wille, das war schon vorhanden. Aber wenn du nachher nicht diese Wege machen kannst oder die Meter machen kannst, dann ist es halt schwer. Du musst gegenhalten. Und man hat das zweite Halbzeit gesehen auch. Wir wollten auf das 2-0 spielen und das hat leider nicht geklappt. Und je weiter du dich nach hinten fallen lässt, das ist ja automatisch, wenn du die Balleroberung nicht mehr in der gegnerischen Hälfte hast, sondern den Gegner viel zu nah an deinem Tor ranlässt, ins letzte Drittel reinlässt, dann auch
eine Geschichte, wenn es konditionell manchmal nicht klappt, fehlt auch die Konzentration. Und das hat man auch am Gegentor gesehen. Solche Situationen dürfen uns nicht passieren. Wir bereiten uns wie der Gegner auf das Pokalfinale vor. Und solche Sachen können nachher in einem Pokalspiel über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ja. Im Punktspiel tut es jetzt nicht so weh, aber wir müssen da hoch konzentriert bleiben und auch die Sachen vorher klären und nicht den Gegner zu Gegentoren einladen. Das ist ganz klar. Aber das ist kein Vorwurf für die Mannschaft. Sie müssen so sehen, ich habe das auch den Spielern gesagt, ich kann auch hier gar keinen Vorwurf machen. Wir haben Anfang Mai und da musst du deine Hausaufgaben gemacht haben und da musst du topfit sein und da haben wir in einigen Bereichen halt Probleme und daran müssen wir arbeiten. Weitere Fragen? Dies ist nicht der Fall. Dann wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimfahrt und allen noch einen schönen Abend. Bis Sonntag.